Jessica, Glückwunsch. Das war ja schon eine super Leistung, die ihr hier zum Start hingelegt habt. Was ist dein Eindruck gewesen? Genial. Also diese Stute überrascht mich immer wieder, will ich schon fast sagen, aber sie tut es mittlerweile nicht mehr. Sie ist einfach so wahnsinnig ehrlich und wenn ich da einreite, weiß ich, sie wird jetzt ihr Bestes geben und irgendwie habe ich das Gefühl, wir entwickeln uns ständig weiter und es wird irgendwie noch besser alles und das ist unglaublich. Es sah alles so leicht aus. Fühlt sich das da oben auch so leicht an? Das ist ein bisschen Fluch und Segen zugleich, weil ich brauche eine hundertprozentige Körperkontrolle. Damit es eben so leicht aussieht, gebe ich meine Hilfen wahnsinnig leicht. Und sie hört mir wirklich so gut zu, aber dementsprechend muss ich auch wirklich mich im Griff haben, dass ich die richtigen Hilfen gebe. Aber es macht so viel Spaß. Es ist dann wirklich in so einer Vollendung wie Tanzen. Das ist wirklich ganz toll. Ist das dann schon fast schade, dass du jetzt eigentlich so eine Pause machen musst erstmal? Aus sportlicher Sicht sehr. Also emotional überwiegt natürlich die Familie. Das ist einfach was ich auch mit 90 Jahren rückblickend noch sagen würde. Das war genau die richtige Entscheidung. Aber natürlich ist es ein kleiner Wehmutstropfen dabei, wenn ich jetzt merke, in welch abnormaler Form sie ist und dass es sich irgendwie so anfühlt, als wäre da noch kein Limit erreicht. Was können wir jetzt bei der Kür noch erwarten? Vielleicht setze ich noch eins drauf, keine Ahnung. Nein, ich bin ganz bei mir. Ich wünsche mir einfach, dass ich am Samstag in der Kür einfach nochmal zeigen kann, dass wir Spaß daran haben, dass wir gut drauf sind und mehr nehme ich mir gar nicht vor. Das Output kann ich nicht beeinflussen, den Output. Ganz viel Erfolg. Danke.